Ja, Skane und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood Monteregioni. Januar 1500 müsste es gewesen sein. Und dann sprach Minerva von. Jo, Monteregioni. Im 13. Jahrhundert. Warum dieses Wort? Oh mein Gott, ich bin gerade voll neben der Spur, weil ich gerade nicht die offenen Bettentaste gefunden hatte. Ich werde das dann schneiden. Also sehen wir uns erstmal gleich wieder. Ciao. Bam. Ciao. Nee, doch, ciao. Das ist ja jetzt eine neue Folge. Ciao. So, da bin ich wieder. Der Sonne. Von einer Katastrophe, die vor langer Zeit geschah und wieder geschehen wird. Irgendwann weit in der Zukunft, Vero. Dann müssen wir uns darum nicht sorgen. Sieh. Vielleicht ist unser Werk vollbracht. Wäre das so schlecht? Davon ist Monteregioni. Wir haben das Arsenal aufgestockt, als du weg warst. Ah, und jetzt ist es üblich, Besucher mit Kanonenkugeln zu empfangen? Bitte verzeih. Sie stehen erst seit ein paar Tagen. Meine Männer sind im Umgang noch nicht geübt. Na, das kann ja was werden, wenn uns jemand angreifen will. Dann machen die uns freiwillig fertig. Also wir machen uns dann selber... Geben uns selber den Rest dann. So, und ja, es ist eigentlich blind. Ich werde es auch die ersten Folgen auch noch blind davor schreiben. Was heißt noch? Überhaupt mal blind. Weil ich habe das eine Stunde mit gesehen auf GameOne.de. Deswegen weiß ich schon, kenne ich schon die ersten vier Parts oder so. Willkommen zurück, Ezio. Guten Tag. Ezio. Guten Tag. Das ist Ezio. Das und auch eine neue... Salve, Mario. Und auch eine neue Neuerung. Man kann jetzt mit Pferden in die Stadt. Dieser Ort macht sich langsam. Nur dank dir. Bruder. Claudia. Unsere Schwester. Schön, hier zu sein. Wie geht's Mutter? Ganz gut. Ich hörte, dass du kommst, aber ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Die Contessa von Forli will dich sprechen. Ich wusste nicht, dass du so berühmt bist. Katharina? Hier? Es ist also vorbei? Ist der Spanier wirklich tot? Versammelt am Abend alle in Marios Büro. Dort erkläre ich euch alles. Sei gewappnet, Ezio. Sie werden viele Fragen stellen. Claudia, sag der Contessa, ich freue mich, sie heute Abend zu sehen. Claudia Auditore. Die werden wir uns natürlich auch schon auch schön alles durchlesen. So, das war's. Erinnerungsaktivator. Die nächste verfügbare Erinnerung wird immer auf ihrer Minikarte angezeigt. Die Minikarte ist unten links. Hier sehen wir drei Ausrufezeichen. Also gehen wir mal zum ersten. Und unten links, da sehen wir 53.724 Florin. Ich frag mich, wie die auf diese Zahl gekommen sind. Also das ist ja das Geld, Florin. Doch jedes Mal dasselbe. Und die meckert schon rum. Die Männer in dieser Stadt sind doch alles Mem. Eine Armee sollte mir helfen, aber nicht einer. Die ist ein bisschen sauer. Reden wir mal mit ihr. Braucht ihr Hilfe? Salve. So viele Blumen. Euer Mann muss sehr glücklich sein. Ich bin die Glückliche. Ihr seid hier, um mir zu helfen. Mal sehen, was ich tun kann. Vorhin habe ich wohl einen falschen Eindruck vermittelt. Oh? Ich habe keinen Mann. Die Blumen sind für ein Fest. Bin ich eingeladen? Zu Claudia Auditores Geburtstagsfeier in der Villa? Falls ihr mir helfen wollt, ich brauche jemanden mit Klasse, der mich begleitet. Warum glaubt ihr, ich hätte Klasse? Das habe ich gleich gesehen. Niemand hier hat ein solches Auftreten. Selbst Ezio Auditore wäre sicher von euch beeindruckt. Oh. Yeah. Was wisst ihr über Ezio? Claudia hält große Stücke auf ihn, aber er besucht sie kaum. Er ist wohl etwas distanziert. Sie hat recht. Das war ich. Oh nein. Ihr? Das Fest sollte eine Überraschung sein. Villa Auditore. So. Bitte sagt es nicht, Claudia. Was bekomme ich für mein Schweigen?
Da wird mir gewiss etwas einfallen. Ihr habt noch Bedenkzeit, bis wir da sind. Oh. Was wird denn hier angedeutet? Möchte ich gerne wissen. Und jetzt zu meinem Schweigegeld. Ich habe schon eine Idee. Unter einer Bedingung. Egal was. Ihr müsstet bis morgen warten. Wenn ihr darauf besteht, an mir soll es nicht liegen. Das Warten wird sich lohnen, Ezio. Glaubt mir. Das hoffe ich doch. Naja, kaum in der Stadt zurück angekommen hier. Schon macht er wieder die Bräute klar, der alte. Moment, wie ist der nochmal? Casanova. Ah. So, gehen wir jetzt zu den anderen beiden Ausrufezeichen. Gibt es denn kein Gesetz? Können wir schon mit den Händen dann reden? Nein, können wir nicht. Okay, da vorne ist das zweite. Oh, da. Pass mal auf. So, ja, was plagt dich denn, mein Freund? Buongiorno. Ezio, Mario wird mich umbringen. Ich habe sein Lieblingspferd verloren. Seid unbesorgt. Ich hole es zurück. Gott segne euch, Ezio. Marios Pferd einholen. Okay, hua, umschalt. Ah, nee. Okay, wir müssen auf das Pferd rauf. Hallo, umschalt. So. Zack. Und zurück zum Stall damit. Hier. Grazie, Ezio. Ich kann nicht mehr mit den Pferden mithalten. Versprecht mir, dass ihr eure Gesundheit genießt. Verbringt nicht so viel Zeit im Krieg wie euer Onkel Mario. Meine Schlachten wurden bereits gewonnen. Na, umso besser. Arrivederci, Ezio. Jo, man lernt hier wichtige Ratschläge fürs Leben. Genießt eure Gesundheit, meine Freunde. So, und auch noch eine Neuerung sind diese Aufzüge. Man rennt auf sie zu, hier Aufzug benutzen, rechte Maustaste halten und darauf zu bewegen. Und dann macht er das hier. Bam! Da werden wir hochkatapultiert. Und wir kommen irgendwie auch nicht mehr runter. Hm. Naja. So, wir wollen ja auch nicht nach unten. Wir müssen hier erstmal mit den Söldnern reden, die wir aber erstmal mit dem Tabulator öffnen und uns einen Text über sie durchlesen. So. So, das sind die neuen Kanonen? Ja, Signor Ezio. Darf ich mal? Ja, aber... Na los, sag's ihm! Sie scheinen nicht richtig zu funktionieren und der Idiot, der sie montierte, ist verschwunden. Dann liegt es an mir, ihn zu finden. Wir wollen eure Zeit nicht vergeuden. Das ist kein Problem. Ich habe alle Zeit der Welt. Wie hilfsbereit wir sind. Den Ingenieur finden. Der wird unten als blaues Ziel gekennzeichnet. Toll, und einfach nur hier den Burggang lang. Oh mein Gott, der ist verschwunden, er ist 10 Meter von uns weg. Und da liegt er schon faul auf dem Boden rum. Salve, Missele. Ihr müsst die Kanonen auf dem Wall reparieren. Lass mich in Ruhe. Ich repariere niemals vor dem Mittag. Wisst ihr, wie spät es ist? Ich mache Kanonen, keine Uhren. Wenn ihr nicht wollt, repariert sie ein anderer. Uno momento. Niemand fasst meine Kanonen an. Soldaten haben keinen Respekt vor der Artillerie. Sie halten Feuerwaffen für Magie. Doch man braucht Feingefühl, muss sie ein bisschen ermutigen. Derzeit haben wir nur einfache Kanonen hier. Aber ich habe einen Entwurf aus Francia. Eine Handkanone. Man nennt es ein eisernes Handrohr. Stellt euch vor, eine Kanone aus der Hand abzufeuern. Das ist die Zukunft. Junge. Ah, geil, es ist immer noch auf Q.
Sieh dir das an. Ach, weißt du, vergiss es einfach. Nicht so wichtig. Oh mein Gott, Kanonen aus der Hand abzufeuern. Das ist die Zukunft, meine Freunde. Was habt ihr getan? Auf jeden Fall. Sie benutzt. Sie sind nicht bereit zum Feuern. Ihr hättet uns alle töten können. Lasst mal sehen. Sein Atem ist tödlicher als unsere Kanonen. Nur wenn ihr beiden Narren damit schießt. Hier, versucht es. Okay, wir dürfen an die Kanone. Und ich hoffe, man hört mich. Sucht euch ein Ziel und prüft die Ausrichtung. Wenn ich noch damit schieße. Jo, wir müssen 5 Ziele eliminieren. Wir könnten das mit einem Schuss machen. Okay. Haben wir auch bisher. Das ist hier das zweite Ziel. Also wir können uns eigentlich auswählen. Es gibt mehr als 5 Ziele. Aber ich nehme hier einfach die am nächsten gelegenen 5. So, da sind wir. Dann hier links. Wow, krasse Dino mit der Maus. Bam, 4 von 5. Und die letzte 5 von 5. Bam. Perfetto. Wenigstens einer hier weiß, wie man schießt. Nun zu der anderen. Ich muss gehen. Danke für eure Hilfe. Wenn ihr morgen Kanonen hört, keine Sorge. Wir üben bei Tagesanbruch. Schade, dass es euch nichts bringen wird. Sehr lustig. Nun repariert die zweite Kanone. Damit haben wir alle 3 Ausrufezeichen, alle Missionen gemacht und müssen nun zu der blauen Zielvorrichtung mal wieder. Ja, können wir uns einfach fallen lassen, das macht uns natürlich nichts. Durch unsere krasse Rüstung, wir haben bestimmt alter ES Rüstung und alter ES Schwert. Die Spezialwaffen in Assassin's Creed 2. Und die Ochsenzunge, das sind genau die Waffen, die jeder Spieler am Ende von Assassin's Creed 2 hat. Also ausgewählt hat eigentlich. Weil es halt die besten sind. Aber wie kam die echt auf 53.724 Florin? Das... Wie berechnet man sowas, ist die Frage. So, hier ist unsere Villa. Und sie hat eine Tür, oh mein Gott. Sonst konnten wir da immer einfach so rein, aber jetzt müssen wir Umschalt drücken. Buongiorno, Ezio. Caterina, was verschafft mir das Vergnügen deines Besuches? Ich brauche einen Verbündeten. Die päpstlichen Armeen marschieren weiter gen Forli. Deine Söldner wären von großem Wert für meine Sache. Ich kann dir wohl geben, was du brauchst. Doch reden wir später. Mutter. Machiavelli. Es ist getan. Aber wohl nicht so, wie wir es erwartet hatten. Ich betrat Il Vaticano und traf Rodrigo. Er erhob den päpstlichen Hirtenstab gegen mich, doch ich besiegte ihn. Zusammen mit Stab und Apfel konnte ich die Gruft öffnen. Dort sprach ein bewegtes Bild der Göttin Minerva zu mir. Sie sprach von einer Tragödie, die den Menschen in Zukunft zustoßen wird. Versprach aber Hoffnung durch verlorene Tempel, die den Menschen helfen. Und dann sprach sie mit einem Phantom, Desmond, als wäre er dort. Stünde neben mir. Nach dieser Warnung verschwand sie. Erstaunlich. Unvorstellbar, welch Wunder! Die Gruft enthielt nicht die befürchtete Wunderwaffe. Eine gute Nachricht. Und diese Göttin, diese Minerva? War sie menschlich? Diese Antwort werden wir erst in der nächsten Folge erfahren, also bis dann. Bam!